Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Instant Gaming News. Und ein Blick auf den Kalender verrät, wir haben heute den Black Friday. Und das heißt auch natürlich bei uns bei Instant Gaming könnt ihr jetzt die nächsten Tage ordentlich Geld sparen. Ja, und da muss man auch mal an der Stelle erwähnen, wir bieten nicht wie viele andere Shops irgendwelche Uraltspiele zu einem Schnapperpreis an, sondern ihr könnt bei uns auch ganz brandaktuelle Spiele zu einem günstigen Preis ergattern. Unter anderem gibt es bei uns Watch Dogs Legion schon für 42,89 € oder auch das brandneue FIFA 21 für die Xbox One für 33,59 €. Und wenn ihr euch zum Beispiel eine Xbox Series X gegönnt habt, ja, oder eine Xbox Series S, dann könnt ihr für 40,99 € bei uns eine 12-Monats-Membership-Karte holen für Xbox Live Gold. Und das Allerbeste ist, weil ich ja gesagt habe, ihr könnt die nächsten Tage Geld bei uns sparen. Nicht nur am Freitag könnt ihr Spiele bei uns zu einem deutlich reduzierten Preis einpacken, sondern auch am Samstag, am Sonntag und am Montag. Ja, den Link zu unserer Sales-Aktion findet ihr in der Beschreibung. Draufklicken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Geld sparen. Ja, und Geld sparen ist eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Thema, denn immer mehr Anbieter, egal ob das jetzt Publisher sind oder Konsolenhersteller, bieten mittlerweile einen sogenannten Game Pass an. Da zahlt man monatlich eine gewisse Gebühr und dann hat man Zugriff auf das entsprechende Spieleportfolio. Sowas gibt es von Ubisoft, von EA, Xbox hat es und wahrscheinlich wird es demnächst auch Sony haben, denn es gab da jetzt vor kurzem ein Interview mit Jim Ryan, das ist der Chef der PlayStation Division, und der wurde eben danach gefragt, hey, was ist, wie schaut's aus, PlayStation möchte da nicht vielleicht auch so ein Game Pass eingeführt werden, und er sagt dann wortwörtlich, es wird tatsächlich Neuigkeiten geben, aber nicht heute. Also, das heißt, er dementiert es nicht, er sagt, nö, ja, nicht hier, es wird nie einen Game Pass geben, sondern er sagt ganz klar, es wird dazu Neuigkeiten geben. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass Sony bzw. Die PlayStation Division dann Anfang kommenden Jahres einen Game Pass auch für die PlayStation-Spieler anbieten wird. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob ihr euch so einen Game Pass holt oder ob ihr generell schon solche Game Pass habt von irgendwelchen Anbietern und ob ihr da zufrieden seid. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Und ja, monatliche Gebühren, das ist ein sehr spannendes Thema aktuell, denn die Leute von Epic Games, ja, den Machern von Fortnite, haben ja schon immer wieder darüber gesprochen, dass so ein monatliches Abo eine sehr interessante Geschichte wäre. Und tatsächlich wurde das jetzt nun angekündigt. Ja, es wird ab dem 2. Dezember, da startet dann die neue Fortnite-Season, wird es ein monatliches Abo-System geben. Das heißt, Fortnite Crew kostet 11,99 € im Monat. Und gleich mal vorweg, das Spiel bleibt natürlich weiterhin gratis. Also ihr könnt weiterhin Fortnite komplett kostenlos spielen. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt euch so ein Abo holen für knapp 12 € im Monat, dann bekommt ihr zusätzliche Extras. Ja, also wie zum Beispiel mehr V-Bucks, ein Battle Pass und so weiter und so fort. Also zum Beispiel bekommt ihr da pro Monat 1000 V-Bucks gut geschrieben. Ja, dann gibt es jedes Monat ein sogenanntes Crew Pack. Da sind dann irgendwelche Skins drin. Also auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Muss man sich natürlich angucken, ob der Gegenwert passt. Aber für alle Fortnite-Zocker da draußen, glaube ich, eine interessante Geschichte. Und jetzt machen wir wieder einen Sprung zurück zur PlayStation, denn vorige Woche habe ich euch ja Gameplay gezeigt aus der Xbox-Version von Cyberpunk 2077 und ratet mal, ja, jetzt gibt es auch bewegtes Gameplay aus der PlayStation 4 Pro bzw. aus der PlayStation 5-Version von dem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt Red. Das sieht richtig gut aus und mittlerweile gibt es auch innerhalb der Community schon eine richtige Diskussion, ob man sich das Spiel tatsächlich noch für die alten Konsolen holt oder dann doch lieber wartet auf das Update für die Next Gen-Konsolen, ja. Ja, mal gucken. Und zum Abschluss auch noch eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Metro.
Genauer gesagt, Metro Exodus bekommt nämlich ein Next-Gen-Konsolen-Update. Also sprich, ihr könnt demnächst Metro Exodus mit einer deutlich hübscheren Grafik, mit 4K-Auflösung, mit Raytracing und so weiter auf der Xbox Series X bzw. Xbox Series S und auf der PlayStation 5 genießen. Natürlich auch deutlich kürzere Ladezeiten sind da inbegriffen. Ja, muss an der Stelle erwähnen, das ist auch ein kostenloses Upgrade, was natürlich sehr schön ist. Und jetzt wird es auch nochmal doppelt spannend, denn darüber hinaus hat Deep Silver, die da aktuell der Publisher sind, der Metro-Spiele, die haben bekannt gegeben, dass es nun eine Partnerschaft mit Saber Interactive gibt und die arbeiten an einem neuen Spiel im Metro-Universum, genauer gesagt an einem Multiplayer-Titel im Metro-Universum. Hört sich mal sehr interessant an, ja, vielleicht so ein Multiplayer-Shooter ja, im Metro-Universum. Könnte auf jeden Fall eine interessante Sache werden. Auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch sowas wünscht. War jetzt längere Zeit ruhig um Metro. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So, liebe Leute, das war's für diese Woche. Nochmal der Hinweis, rauf auf unsere Sales-Seite. Jeden Tag bis Montag coole Aktionen am Start. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.